Was mache ich jetzt bloß? Schon wieder keine Videoidee. So ein Scheiß. Moment, ich habe eine Idee. 20 Minuten später. Willkommen zu einem neuen Video. Ich war jetzt einkaufen und zeige euch jetzt mal, was ich heute gekauft habe. Ja, das ist Popcorn. Das mag ich am liebsten, weil das so schön süß ist. Das kann man immer lecker zwischendurch schnappi-schnappi machen. So, was habe ich mir noch geholt? Ja, natürlich die XXL-Packung, ne? Weil wenn man sowas isst, dann auch richtig. Und ich habe die immer im Kühlschrank liegen und muss die immer, immer weghauen und ham, ham, ham. Also super lecker, kann ich nur empfehlen. Ja, was haben wir dann noch? Ja, die habe ich auch noch. Auch super lecker. Mega teuer zwar, aber egal, weil lecker, lecker. Da gehen auch am Tag schon mal so ein bis zwei Packungen bei mir durch. Ja, was haben wir denn dann noch gekauft? Ja, damit ich mich nachher auch gut fühle, natürlich das Active O2, ne? Weil das ist ja ein Sportlergetränk, super Sache. Das muss man einfach ab und zu mal trinken, dann fühle ich mich direkt wieder besser und das regt ja auch den Kreislauf an. Ist ja super mit extra Sauerstoff und so. Super Sache, habe ich mir auch noch gekauft. Ja, als nächstes dann ja, ein Energy-Drink, ne? Wenn man wieder live streamt und so, kann das auch nicht schaden, dass man dann da ein bisschen wacher ist, ne? So, das war jetzt quasi mein Einkauf. So, natürlich ist das nicht ernst gemeint. Ich habe die Sachen zwar gekauft, aber ich esse sie eigentlich nicht oder nie. Aber das ist eine Sache auf YouTube, die momentan relativ viele auch gucken und die ich auch nicht ganz verstehe, weil das hat einfach keinen Nährwert. Es gibt ja Leute, die laden das hoch, so Videos. Ich möchte auch keinen Namen nennen. Aber ich meine, was für ein Bild vermittelt dieser YouTuber denn? Erstmal hinter den Videos steckt nichts, weil jeder von uns muss einkaufen gehen, jeder von uns muss was zu essen sich organisieren. Aber die Message dahinter, wenn jetzt junge Leute so Videos gucken, die denken ja auch ganz ehrlich, der frisst nur irgendeinen Süßscheiß. Allein was hier jetzt an Zucker drin ist, je 100 Gramm, 40 Gramm Zucker pro 100. Also in dem Paket, ja, 42 Gramm Zucker. Die denken ja auch, das ist eine ganz alltägliche Mahlzeit, das kann man immer essen etc. Aber das ist ja völliger Quatsch, das ist ja das Billigste vom Billigsten, dieser Industriezucker. Von daher finde ich das irgendwie grenzwertig, in welche Richtung das geht. Ich hätte natürlich, also fände es reizvoller, wenn dann YouTuber eher erzählen, was sie wirklich, also was Gesünderes, was sie jeden Tag essen etc. Wie so die Mahlzeiten aussehen. Da kann man auch mal schon mal so sagen, ich habe jetzt Zitronen gekauft, weil ich in der Weihnachts- oder Winterzeit gerne Orangen, Zitronen-Ingwer-Tee mache. Ich kaufe mir Äpfel, weil die gesund sind. Da ist zwar auch Zucker drin, aber das ist halt Naturzucker, der ist ein Ticken besser. Und jeden Tag ein Apfel, ne? Ein Apple a day, keep the doctor away. Sowas halt. Oder keine Ahnung, ich kaufe mir dann, wenn ich irgendwas zu knabbern haben will, meistens so eine Nusskernmischung oder so. Da sehe ich irgendwie ein bisschen mehr sinnvollen Content als sowas. Ganz zu schweigen davon, dass das so Videos eigentlich gar keine Arbeit sind. Das ist ja so, jeder geht einkaufen, dann stellst du die Kamera auf, machst die an, machst einen One-Taker, lädst den hoch und fertig. Und da kriegen dann Leute Klicks für, das verstehe ich halt einfach nicht. Ja, neues Video. Heute machen wir eine ganz besondere Challenge. Eine richtig harte Herausforderung. Wir werden einen Tag lang das essen, was der YouTuber XY auch gegessen hat. Der hat das ja so alles aufgeschrieben, so an die 5000, 6000 Kalorien am Tag gegessen. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen werden und wir fangen mal an. Der hat ja in seinem Video mal gezeigt, der isst ja jeden Morgen erstmal sowas hier. So, nehmen wir mal raus. Das sind ja dann 443 Kalorien auf 100, Zucker 26 auf 100. Ja, 443, da müssen wir eigentlich nur noch ja, 20 Riegel essen, wenn wir bei 8000, dann passt das ja wunderbar. Fangen wir mal an. Das ist ja lecker eigentlich, also könnte ich jeden Tag essen, also wirklich. Boah. Ja, den Riegel haben wir jetzt gegessen, super Sache. Als nächstes natürlich, darf nicht fehlen sowas hier, ne? Ja, kalorientechnisch 583 auf 100 mit 40 Gramm Zucker. Ich
finde das persönlich, meine Meinung, jetzt nicht so lecker. Es sind da Leute, die auf dem Content von anderen dann quasi einfach stupide das nachmachen, das auch essen und dann nach der Hälfte merken, oh Kacke, das kann ich gar nicht, weil ich zum Beispiel einen halben Meter kleiner bin, einen halben Meter dünner bin als der andere. Ja, vor allen Dingen, gleiche Probleme bei den Einkaufsvideos ist ja, dass man den Leuten völlig falschen Content vermittelt. Du sagst ja dann, ja, ich ernähre mich jeden Tag von 5 von denen hier, 10 von denen hier und was ich sonst alles noch geholt habe, da denken die Leute, na boah geil, das kann er jeden Tag essen, das will ich auch, das mache ich auch, der überlebt das ja alles, machen wir einfach. Und ich finde gerade diese Message ist gefährlich in der heutigen Zeit, wo viele Kinder und Jugendliche auf YouTube rumlaufen und sich alles mögliche angucken. Schwierig. Schwieriges Thema, finde ich. Sehr, sehr schwieriges Thema. Boah. Mensch, was mache ich denn jetzt für so großartig Lust zu drehen? Habe ich ja gar nicht. Moment, ich habe eine Idee. Da gucke ich einfach jetzt mal ein Video von einem anderen und react mal drauf. Also, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Heute gucken wir uns mal Orange Morange an. Die haben ein neues Video hochgeladen. Ich denke beim an eine andere. Das gucken wir uns mal an. Und bei dem spannenden Titel, da würde ich Popcorn nicht fehlen, ne? Ja, Film ab. Akasia, komm runter jetzt. Ruhig, bitte. Also, kannst du Intro machen, Akasia? War eine Katze. Akasia. Grüße. Gute Grüße, Mann. Bevor das Video startet, ganz kurz, es haben 87% von euch noch nicht den Kanal abonniert. Lasst das gibt's Zahl doch nicht. Auf 69. Leute, das ist, fällt euch in ein. 87%. Das ist ja skandalös. Das ist ja, also nee. Runterschrauben. Und vergesst natürlich nicht, uns auf Instagram. Was hat die für eine Stimme? Das ist ja unfassbar. Zu abonnieren. Da ist der Link. Da ist der Name. Für den heißeren Content folgt mir. Hammer. Den langweiligen. Boah. Hat ihn direkt gedisst, ne? Direkt, kann er direkt verbuddeln gehen eigentlich. Boah, was ein Diss. Grüße, Grüße, was geht ab, YouTube? Willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir, was machen wir heute, Maria? Wahrheit oder Lüge? Wer kennt das nicht? Haben wir früher in der Schule immer gespielt, der Flasche, ne? Wahrheit oder Lüge? Das Spiel von jedem Schulhof. Spannend. Aber zu spannend für mich, das React. Also, jetzt das Video krass gut gemacht, muss ich sagen. Kennt wen besser? Auf jeden Fall müsst ihr in den Kommentaren mitraten. Schnuck, schnuck. Ha! Der verloren. Kommen wir zur ersten Story. Ich habe mal im Urlaub in ein Schwimmbecken gekackt. Oh, hat er nicht gemacht. Ja, das glaubt. Hat er nicht gemacht. Unfassbar. Okay, die Auflösung in 3, 2, 1. Es ist leider eine Wahrheit. Ich war noch ich war so. Vor allem sagt ihr, glaubt ihr dem, dann sagt ihr nachher I. Komm. Will ich geben. Ja, das ist immer eine Sache bei den Reaction-Videos, die ich auch nicht ganz verstehe, wie Leute sich das angucken. Weil, prinzipiell steckt halt auch wieder, wie bei dem Essen-Einkaufen, null Inhalt hinter. Wirklich, man startet die Bildschirmaufnahme, nimmt dann das Video auf, erzählt da kurz, ja, gefällt mir, ha, das ist lustig und sowas alles und fertig. Und die Leute kriegen ja Klicks ohne Ende und das finde ich ein bisschen schade, weil manche Leute sich ja gar nicht mehr das Original angucken, wo halt wirklich jemand die Zeit reingesteckt hat, das Geld reingesteckt hat und da wirklich versucht hat, Content zu produzieren, vernünftigen. Und da kommen da halt so Leute an, machen dann eine Reaction zu, was vielleicht 2 Minuten länger als das Original dauert. Und kriegen dann da auch so viel Geld für und finde ich halt ein bisschen unfair persönlich, aber kann man auch keinem verbieten. Von daher finde ich das Thema ein bisschen kontrovers und schwierig auf jeden Fall. Aber scheint ja bei vielen auf YouTube auf jeden Fall beliebt zu sein, das ganze Format. Auch super beliebt heutzutage bei vielen YouTubern, die eine bestimmte Anzahl an Views und so erreichen und an Abonnenten, einen eigenen Song aufzunehmen. 75 Abonnenten momentan. Also vielen Dank schon mal an euch. Dann nehmen wir erstmal ein schönes Liedchen für auf, ne? Ich habe schon ein paar Instrumente gespielt in meinem Leben. 3 Stück, glaube ich. Gitarre hat nicht dazu gehört. Aber man ist ja nie zu alt zum Lernen. Deswegen lege ich auch mit euch zusammen jetzt eine Runde Gitarre und singe euch mal ein Liedchen vor. Weil bei 75 Abonnenten, finde ich, kann man schon mal den ersten Song rausbringen, ne?
Ab jetzt natürlich nicht zu kaufen bei iTunes, Amazon und wie sie alle heißen. Spotify, genau, gibt's ja auch noch hier. Von daher, let's go. YouTube, Deutschland, ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Ich kann mir das nicht mehr geben, das ist doch RTL-Style. Mach doch mal was Gutes, ein bisschen Content vielleicht, der Leute interessiert und nicht so ein Scheiß. YouTube, Deutschland. Ja, das war jetzt mal eine kleine Impro-Session. Es war grauenhaft. Ich weiß, es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr euch das anhören musstet. Ich hoffe, ihr habt das alle überlebt. Bevor es noch schlimmer, noch schräger wird, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Nehmt das nicht alles zu persönlich oder zu sehr ans Herzen. Es ist eine Spaß-Veranstaltung hier gewesen quasi. Genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.